Ach so, wir sind schon wieder. Was baut hier rum? Wir sind immer ins Falsch rum, muss ich nebenbei. Ui. Tschüss, Digga. Davor ist noch einer. Der LKW fährt aber ganz schön schnell, ne? Das sind keine 80, Kollege. Oh, die Leinwand wird genommen, ja, schön. Oh. Ich glaube, wir haben unser Auto gerade geschrottet. Hierher. Markus, ich habe Auto. Wo? Hier hinter uns. Ich bin auf dem Weg. Ja. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Der Typ, der da steht, ist der Fahrer. Der guckt da von seinem Auto an und sitzt hinten und wartet auf euch. Wer hat er da vorne noch? Warte mal. Ich sehe jetzt gerade keinen Nachschub-LKW, aber der Transporter, der Geldtransporter, der ist markiert. Naja, dann fahr mal jetzt zurück. Der steht aber auch gerade, ne? So ein bisschen. Du hättest hier links abbiegen müssen. Hä? Du hättest da links abbiegen müssen. Für was? Für einen Geldtransporter? Ja. Siehst du die gelbe Linie? Die ist bei mir hinten, da sind wir gerade dran vorbeigefahren, die war mitten auf der Straße. Okay, weil wie gesagt, die ist eigentlich jetzt hier rechts. Rechts? Ja. Du musst mich mal leiten. Alles klar. Rechts hier? Naja, genau, du bist richtig. Nächste links, also quasi die Straße folgen einfach. Dann mache ich jetzt mal gerade nochmal den Markerpunkt neu. Weil jetzt steht der gerade. Siehst du sie jetzt? Nee, der ist immer noch dort, wo wir gerade an der Straße vorbeigefahren sind. Okay, fahr weiter geradeaus. Alles gut. Ich leite dich. Irgendwie gerade ein bisschen verbuggt. Ja, das war eben so, wo ich wieder in das Spiel reingegangen bin. Da war irgendwie auch eine Person, die die ganze Zeit rumgebuggt hat. Uiuiui. Kilometer da vorne der LKW, der da steht. Oh. Hier okay. Rechts rum? Ja, der, du bist gerade vorbei. Oh, liegen den LKW. Das ist der. Wo? Jetzt. Hier ist kein LKW. Der schwebt hier gerade rum. Hier ist kein LKW. Doch. Bei mir ist hier nicht. Also wir kommen nicht dran. Sieht denn hier unsere Dame der Runde was? Ja, bei mir fühlt sich auch noch weiter nach die Richtung. Er ist bei mir 1,1 Kilometer weit entfernt. Ich habe hier 32 Meter, also der steigt gerade in die Luft wie so ein Luftballon. Ist wahrscheinlich so ein Heliotransporter oder so. Warte, nee, ich mache uns. Bei uns ist die Linie noch weiter weg. Alles gut, warte, der fährt ich. Ja, der fährt wieder. Okay, weil. Bei uns fährt er gerade auf uns ich zu. Ich mache euch gerade mal ein Foto. Mache ich Foto durch Facebook. Vielleicht kann ich den ja sogar mit dem Sniper den Fahrer direkt rausschießen. Ja, natürlich das Beste. Oh, na, komm schon, kletter hoch. Also ich komme hier nicht weiter. Guck mal die Gruppe. So, noch mal gucken. Hä? Hä? Alter, hier kommt nur ein Pfeil auf mich zugefahren. Da ist kein Auto. Ja, ich sag ja gerade, das Ding ist komplett verbuggt gerade. Guck mal in die Gruppe, dann siehst du, was ich meine. Der LKW. Der fährt ein Pfeil. Das ist nur ein Pfeil.
Ich habe keine Ahnung, ich sehe das Ding nicht. Für mich ist der LKW gerade komplett in die Luft gestiegen, ja, so wie ich das euch gezeigt habe. Auch da so ein Pfeil. Also für mich steigt der gerade da oben in die Luft. Das sieht schon lustig aus. Läuft mal wieder bei uns. Ja, hier bei mir, 130 Meter ist einfach nur ein gelber Pfeil, der über die Straße schwebt. Würde ich mal sagen, mach mal was anderes, wenn das verbuggt ist. Ja? Sieht dann quasi so aus. Also wie gesagt, für mich ist der hier oben. Und ich komme nicht weiter. Ich mach der das Geldtransporter-Heli. Da ist kein Geldtransporter-Heli, das ist ein Helium-Transporter. Das ist kein Transporter, das ist einfach ein fahrender Pfeil. Ja. An ihr und mir ist gerade einfach nur ein gelber Pfeil über die Straßen vorbeigefahren. Okay. Ich jag das, versuch das Ding mal hochzujagen, ob ich das kriege. Du schießt gerade in Regenwolken rein. Nein, ich schieße auf den LKW. Ich fahre. Bei mir trifft ja auch was. Ich suche mal einfach was anderes dabei, wie Kev ein bisschen rumspielt. Ich spiele nicht. Ich versuche das Ding jetzt hochzujagen, dass die Mission sich beendet. Fahrzeug zerstört. Das war wichtig, das war nicht schlecht. Mein Gott. Das hat sich hier geschlagen. Ja, das ist Katastrophe. Das ist alles wie immer. Lange her, aber alles wie immer. Ja, alles gefixt. Mein Gott, hat sich das gelohnt. So. Boot fahren für 4 Leute, 3 Stunden Treibboot ausnehmen. 24 Euro. 2 Euro. Hat der Alex schon geschrieben? Hm? Ich glaube nicht, dass das gerade für uns gedacht war. Soll ich das kleine sagen? Nein. So, okay, dann versuchen wir nochmal die Mission. Also der Geldtransporter, den könnten wir tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir die nochmal neu machen könnten. Also wir machen jetzt erstmal das. Das ist war direkt dort. Doch, könnten wir tatsächlich, okay. Na, willst du es denn nochmal versuchen? Ja. Warte, ich markiere den Punkt. Stehlen Sie einen Geldtransport da. Des Kartells und bringen Sie wollen wir zum Fall? Versuchen wir es nochmal. Auf geht's zum gelben Pfeil. Da geht's steil. Ich hoffe, dass das irgendwie jetzt was funktioniert nochmal. Wie gesagt, ich habe euch die Fotos geschickt, das darf für mich halt wie so ein Helitransporter aus der Fall der Luft geflogen ist. Der hing erst auf der Ding, dann haben wir dagegen gefahren und ist ja hochgeflogen. Ich habe die Fotos gesehen, ja. Also was da? Ja, aber bei uns war da halt nichts. Nee, ach, keine Ahnung, irgendwie was. Wo wir diesen Nahrungstruck verfolgt haben, Kev, da war bei mir einfach nur dieser Zielpfeil als weißer Pfeil einfach nur mitten auf der Straße. Der LKW kommt jetzt eigentlich entgegen, siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Ja, jetzt sehe ich ihn. Ich hab den Fahrer erwischt. Ja gut. Da sind noch andere Gegner, ne? Nicht einfach zum LKW rennen. Granate kommt. Come mierda, culeros. So, LKW-Fahrer sind ja meine Dings. In der Nähe. Wir stellen den Truck dort ab. Welche Art von Buchhalter hat deine Werkstatt?
Die Art, die in alle möglichen Geschäfte investiert. Danke, Baby. Will jemand mitfahren? Ja, ich. Oder will Baby mitfahren? Ich weiß gar nicht, das sind zwei Sitzer. Ja, das sind zwei Sitzer. Steckst du mit ein? Okay. Muss ich in den verpupsten Truck von Kev einsteigen? Klappe. Hallo. Nimmst du da bitte mal gerade deine Hand weg? Das war nicht der Scheiß. Das war nicht die Handbremse. Fühlt sich zwar genauso an, ist aber nicht der Fall gewesen. Vor allem, weil du ja auch eine Frau spielst und nicht ein Mann, ne? Ja und? Das eine muss das andere nicht ausschließen. Ja, hier geht's schick rum, ich. Oh ja. Ich werde gerammt hier. Also echt, Baby, wie kannst du nur in einer YouTube-Aufnahme rumkiffen im Auto? Ist ja schlimm. Ja, eben. Diese Rauchwolke da, schlimm, ey. Mit ihrer Kifferei. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an Scary Movie, wo die da mit dem Auto ankommen. Helft mir, helft mir. Nein, 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 macht's nicht. Ich werde gerade so high wie noch nie. Kann sein, ja. Aber da sind immer noch Gegner da unten. Kev. Ja, hab's gesehen. Was alles steht, gut. Was steht da oben? So. Also sollten wir erstmal die Gegner ausschalten und dann in den LKW da reinfahren. Ja. War der Plan an der Sache. Hab noch einen ausgemacht. Hm. Vorsichtig hier am Alarm. Nur leichter gesagt als getan. Mhm. Weil die stehen alle direkt umeinander. Ich sehe ein fünftes Ziel. Um den Alarm und den kümmere ich mich. Darf ich dir nochmal einen Tipp geben? Was? Mach mal bitte einen Schalldämpfer drauf, bevor du das nächste Mal schießt. Alarm ist aus. Der Tango ist hin. Drittes Ziel da. Mist. Toll, Markus, wieder voll verkackt. Ich hasse dich, Markus. Mau. Ist der Kaffee. Hm. Was? Später.